Das ist das Schöne im Spiel. Im Grunde, man kann sich ja nicht verlaufen, weil es ist immer ein Pfeil da. Ach, man kann durch die Tür da wahrscheinlich durch. Briefkasten durchsuchen. Leer. Wollen wir mal gucken. A meeting of the Columbia Friends of the Negro Society. Ja, ja. Ein Treffen der kolumbianischen Freunde der, naja, Negergesellschaft. Until the Negro is equal, none of us are equal. Solange der, naja, Neger nicht gleichgestellt ist, ist keiner von uns gleich. Okay, wir haben also zwar Rassisten kennengelernt, aber offensichtlich gibt es auch Leute, die nicht komplett bescheuert sind. Ja, alles so kommen. Es muss nicht unbedingt Gewalt im Spiel sein. Presse? Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Polizei, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Sch, seien Sie still. Ja. Ich, kann ich... Ich könnte ja an die Tür gehen. Das wollt ihr nicht, das ist unhöflich. Okay, also weiter. Oh, das war einfach. Das sind nicht die Druiden, die sie so weiterfahren. Danke, danke, dass ihr mich versteckt habt. Oh, ich bin ausgerutscht. Ey, ihr hattet sogar Soldaten da. Oh. Das war doch alles. Ihr habt also keine Munition mehr. Das ist nicht gut. Nicht gut. Ach, ich habe kein Salz, keine Munition. Habe ich eine andere Waffe? Oh, ja. Ich will mit jeder Menge Munition. Achso, ich könnte ja auch Nahkampfangriffe machen. Wieder diese Masken. So, Bananen. Geld. So geht die Tür. Du Scheiße. Oha, gleich, das war's gleich. Oh, komm schon, mein Schild war schon wieder da. Wie vielte? Das zweite Mal gestorben jetzt, ne? Ja. Ah, ich habe auch wieder ein bisschen Salz. Das ist ganz nett. Wo ist er denn? Achso, der ist ja selber Feuer und so. Ja, bevor wir jetzt hier draußen weiter rennen, gucken wir erstmal noch, was sich hier hinten verbirgt. In der Gesellschaft. Für den Neger oder. Ich hasse eigentlich solche Bezeichnungen, aber es ist nun mal so im Spiel drin. Das ist, ihr seid frei. Ich hab eure weißen. Naja. Ich schätze, das waren doch eher eure Freunde. Peinlich. So, ich drehe mich im Kreis. Oh, sehr gut. Das ist Munition. Kann ich das so... Salz. Salz kann ich immer gut gebrauchen. Aber Salz ist relativ schnell alle. Man kann zwei oder drei Mal so eine Kraft benutzen. Dann ist bereits wieder Not am Mann. Habe ich schon wieder genügend Munition? 105 maximal scheinbar für das Maschinengewehr. Abraham. Ist das sogar gerade aufgegangen? Nett. So, Wechsel, beschwören und Geld nehmen. Ich könnte Sachen kaufen, aber
glaube, ich bin ganz gut ausgestattet. Oh, was ist überall ist hier was. Wo muss ich denn lang? Lohnt sich das? Ich muss in die Richtung. Na gut. Ich will keine Munition verschwenden, indem ich... Wild West Show. Preston Downs. Marksman. Game Hunter of Legend. Das schauen wir uns doch mal kurz an. Das ist, wenn wir uns dann kurz ignorieren können hier, das wäre ganz... Das wäre ganz nett. Oh, versperrt. Comstock kam bei Tagesanbruch an meinem Wagen vorbei. Er war ganz gebannt vom Anblick meiner Skalptrophäen. Er fragte, von wem die Weißen seien. Ich sagte, nun Sir, wenn ihr wild im Urwald haust und es mit den Wilden treibt, warum Haare spalten? Kein Lächeln. Entweder er hat noch nie erlebt, dass einer es wie die Indianer macht, oder er hat es zu oft erlebt. Jedenfalls, jetzt soll ich Daisy Fitzroy für ihn jagen. Hoffentlich erwartet er nicht, dass ich sie immer ausgestopft an die Wand hänge. Daisy Fitzroy. Gegen die scheint der Comstock also was zu haben. Ja, schauen wir mal, was das noch so erwartet. Mein Gott. Ich will die Dinger eigentlich nicht kaputt machen, weil es so viel Munition. Was passiert eigentlich? Kann man. Oh ja, tatsächlich, das geht. Weil es immer so viel Munition frisst. Aua! So, ist Ruhe. Erdemus Patria Nostra Defendere. So, ich hatte nie Latein. Hat man vielleicht da in dieser Kirche vorhin schon mal gesehen. Ich würde sagen, da steht tritt ein. Nee, wie? Was? Sag das Passwort, Freund, und tritt ein. Melon. Comstock fights the Serpent of Nations. Aha. Alter, ist das... Bruderschaft des Rahmen. Alter, soll das ein... asiatischer... Okay, ja, gut, das ist... Ah, ihr habt es schon gemerkt, also falls ihr das Spiel nicht sowieso schon kennt oder viel darüber gelesen habt. Man hat sich hier mit einer ordentlichen Bande Rassisten zu tun. 1912 spielt das Ganze her, die sich quasi in so einem eigens geschaffenen Utopia vom Rest der USA abgetrennt haben. Und hier denken, alles besser zu machen als die armen Sünder da unten. Also eine schöne Verquirlung von religiösem Fanatismus und Rassenhass. Ich schätze mal, das wird jetzt nicht besser hier in dieser elitären Kaste. Auge ist ja immer sehr mit Illuminaten verbunden, Geheimsekte. Ein Dollarschein auch drauf, Pyramide mit dem allsehenden Auge, gleichzeitig so ein Symbol für Gott. So, genug Bildungsfernsehen für heute. Order of the Raven. John Wilkes Booth. Super. John Wilkes Booth, der Typ, der Abraham Lincoln erschossen hat. Lincoln ja ein großes Vorbild und Held für Sklavenbefreiung und so weiter. Das spricht natürlich... Ich zieh mal woanders hin. Er spricht natürlich für sich, dass dieser Attentäter hier in Kolumbien, ja, so gefeiert wird. Aber auch witzig von den Entwicklern, dass sie ordentlich die Vögel haben dekorieren lassen. So, weiter. Okay, da ist ein Mensch. Ist die Frage, fängt er an, mich anzugreifen, wenn er mich sieht? Kriegt er Panik? Oh ja. Frag mich, ob man sich hier auch hätte durchschleichen können.
Ich gehe mal wieder auf Feuer. Das ist mir doch einigermaßen sicherer. Da weiß man, was man hat. Ich versuche übrigens nicht... Ist das ein Kaninchen? Hase? Ein Kaninchenhase, ja. Ich versuche nicht jedes Geheimnis in dem Spiel jetzt zu finden oder so. Ich glaube, dann würden wir hier wirklich bis... Naja, mindestens morgen sitzen. Stattdessen schauen wir uns hier nur schnell um, versuchen alles zu greifen, was so geht. Kann's wohl... Oh, ich bin betrunken. Ich meine, ich bin... Ich habe nicht mehr viele Salze. Das sind die Elektrolyte. Das gibt einen tierischen Ostenkater. Ich kann mir ganz schlecht. Ah, ist mir wieder gut. Ich habe schnellen Stoffwechsel. Und Audiolog los. Und als der Engel Columbia den Gründern die Werkzeuge gab, das neue Eden zu erbauen, taten sie es ohne zu zögern. 85 Jahre lang bereiteten sie dem Herrn den Weg. Als aber der große Abtrünnige kam, brachte er Krieg mit sich und die Felder Edens wurden getränkt mit dem Blut der Brüder und Schwestern. Die einzige Befreiung, die er zu bieten hatte, war der Tod. For God and Country. Der Prophet nach Peking und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre, von den Gründern erhaltene Mission. Und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten, da wankte unser Prophet nicht. Er winselte nicht um Vergebung. Wie unsere Väter mit dem großen Abtrünnigen brachen, so trennte unser Prophet sich von den sogenannten Patrioten. Und heute feiern wir diese Sezession. Gut, Hass ist aufgebaut gegen die Spinner. Dann wollen wir mal Hallo sagen. Das hat so halb geklappt. Ich hatte eigentlich gedacht, dass schön da gleich eine Fünfergruppe einfach so... Alter. Das Spiel ist doch auch recht blutig, was gar nicht notwendig ist. Also... Ich find's, ich kann verstehen, wenn Spiele das total over the top machen, um unterhaltsam zu sein. Ich verstehe auch bestimmte Spiele, wo man das schon will, also so Horrorspiele und sowas. Was ja Bioshock, also gerade Teil 1 auch zum Teil war, von der Atmosphäre her. Aber hier ist ja eigentlich alles total grell und bunt und so. Das hätte nicht Not getan, finde ich. Das diese ganzen Blutfontänen. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur alt. 17 Jahre blondes Haar. Ich will mich doch nur umschauen. Ich sag bloß, jetzt ist wieder einer da. So, der Musik nach zu urteilen, haben wir jetzt erstmal unsere Ruhe. So, was ist das hier? Asiaten, Indianer, Araber, Iren, Schwarze und ja, Graue, Defense, Verwüstung. Und natürlich Washington, Freiheitskämpfer ist der große Befreier und so, die Kleinen beten den großen weißen Mann an. 1, 2, 3, 4, 5, 10 Gebote, okay, Bibel, alter Mexikaner, Jude, ja. Indianer, sogar Buddhisten und Alter. Ich meine, ein hübsches Bild, aber naja. Geht's hier weiter? Ja. Naja, finden das Mädchen. Dafür sind wir hier. Um 3 Uhr heute Nachmittag startete der niederträchtige Schurke, den viele für ein Mitglied der Vox Populi halten, seinen schrecklichen Amoklauf.
Alles ging sehr schnell. Hasserfüllt und zum Äußersten bereit, verletzte der Anarchist mehrere kolumbische Peacemaker, bevor er sich bis auf die Zähne bewaffnete und in eine Menge vollkommen unbescholtener Jahrmarktbesucher feuerte. Bisher hatte er gewissermaßen mindestens 8 gottesfürchtige kolumbische Bürger vor den Thron ihres Schöpfers gebracht. Er gilt als extrem gefährlich und bösartig, und wir ersuchen sie dringendst, sich nicht der Gefahr auszusetzen, ihn ohne polizeiliche Hilfe stellen zu wollen. Und nun wieder Musik. Ich lass lieber die Waffen sprechen und singen. Push, push. Durchladen. Salze sind leer wie immer. Demos, Patria, Nostra, Defender. Patria, irgendwas mit Vater oder so? Nostra, Bruderschaft? Ich weiß es nicht. Defender, Herr, Verteidigung, aber. Naja. Protecting our race. Okay, weißt du Bescheid. Ach komm, ich hab sowieso kaum mehr Salz, da können wir nicht mal dafür reicht's. Ich könnte Salz kaufen, aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich das Geld noch für Upgrades und so weiter brauchen werde. Filme. Und ich habe keinen Schatten, warum auch. Oh. Ja. Ah, oh, lass mich raten. Ist das so dieses Phrenologie? Ja, phrenologische Studie. Ja. Wo nach der Schädelform, ich hab zum Großteil vielleicht Django Unchained gesehen. Früher gab es so eine Art wissenschaftliche Studienrichtung Phrenologie, die anhand der Schädelform versucht haben nachzuweisen, warum, was weiß ich, einige Völker schlechter oder dümmer sind oder was weiß ich. Großer Bullshit.